Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Stream zu Mittelerde Schatten von Mordor. Ne, Moment. Es ist ja Schatten des Krieges, genau. Und heute ist zwischen den Jahren, nennt man das so schön, also zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir. Und deshalb sind wir hier schön im Schnee, das passt gut zu der Gegend gerade oder zu der Zeit. Und wir gucken mal auf die Map, was wir heute so erledigen müssen. Ich bin nämlich relativ weit im Spiel. Wenn wir mal so in meinen Gesamtfortschritt gucken, ist das hier 68% zurzeit. Und ich bin in Seregost. So, was muss ich tun? Ihr seht schon, die Gondor-Aufträge sind alle durch. Die Kankra-Aufträge sind alle erledigt. Wir haben jetzt noch hier die Plage Eltariel-Aufträge. Da müssen wir mal gucken, wie diese Nazgul, ja, besiegt werden. Die Nazgul jagen dich, verteidige die Festung. Das ist also was, was wir heute machen. Dann Karnan-Aufträge, das ist ein Balrog. Da müssen wir auch mal gucken, was der mit Gestank im Wind so macht. Oder eher gesagt, der Balrog ist schon im letzten Let's Play erledigt worden. Jetzt müssen wir mal gucken, was da im Karnan-Wald los ist. Und dann seht ihr hier Brutz, der hat uns mal hintergangen. Und den wollen wir auch noch finden. Dafür müssen wir nach Gorgoroth. Also, Kanan ist noch ganz wenig erledigt. 33% erst. Und Brutz ist fast fertig. Da seht ihr so ein bisschen, wie weit wir sind im Spiel. Und dann haben wir hier noch Schatten der Vergangenheit. Das ist so Celebrimbor-Kämpfe. Das ist meistens irgendwas mit, ja, guten, starken Kämpfen. Aber die machen wir jetzt nicht. Wir fangen mal an. Wir sind hier gerade in Seregost mit die Plage. So. Und die ist auch hier unten am Turm. Brauchen wir gar nicht so weit. Hier wäre auch alter Häuptling, der Champion. Das Problem ist, der ist Level 40. Oh, ich bin Level 38. Könnte passen. Die Nazgul sind müssten wir gleich mal probieren. Auf ihrer Jagd. Wenn sie ihre Opfer besser verstünden, würde es ihnen zu denken geben. Der Nazgul ist nah. Ich spüre es. Wir werden ihn besiegen wie Suladan. Jo, wir machen uns also auf den Weg zum Nazgul. Jetzt wird's richtig interessant. Mal gucken, was der von uns will. Was haben wir hier eigentlich noch? Madenkampfgrube. Okay, das ist immer relativ einfach. Das lassen wir jetzt mal. Wir möchten ja in den Aufträgen weiterkommen, damit wir dann auch die Prozentzahl hochtreiben vom Gesamtfortschritt und durchkommen durchs Spiel. Noch haben wir Minas Ithil noch nicht, oder Minas Morgul noch nicht angegriffen, aber ich glaube, das kann man auch angreifen. Aber mal gucken, was noch so kommt. Die Plage. Die Nazgul jagen dich. Verteidige die Festung. Die hatten wir also hier eingenommen. Und jetzt müssen wir sie wieder gegen die Nazgul verteidigen. So kommt es manchmal. Ich bin mal gespannt, wie schwer die jetzt sind, was sie so können. Helm Hammerhand. Von allen Nazgul war sein Fall der tragischste. Sein Zorn ist grenzenlos. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis. Waldläufer von Gondor. Diese Festung ist nur eine kleine Insel, umgeben vom Meer der Dunkelheit. Und die Flut wird dich verschlingen. Oh oh. Der alleine wäre ja nicht schlecht gewesen, aber... da kommen ja doch einige. Das könnte interessant werden. Wir richten die Bestien her! Der Kreischer gehört dir! Okay, Borgu, der Verschlinger. Was heutzutage in Mordor fehlt, ist... Ihr verteidigt diese Festung für den Heulherrscher! Ihr werdet nicht wanken! Ja, wie sollen wir sie verteidigen? Das ist eine gute Frage gerade. Hier mal mit den Bomben fängt man ja schon mal gut an, glaube ich. Besiege Helm Hammerhand. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was aufgeräumt da unten. Da ist er. Helm Hammerhand. Jetzt war er nicht mehr in der Nähe, ne? Ist ja klar.
Wer hätte es gedacht? So rufen wir mal meine Leute langsam auf. Mein Leibwächter, mein Kargul. Du kannst nicht siegen. Die Armeen Saurons sind ebenso grenzenlos wie seine Macht. Ui. Wow, die greifen richtig heftig an. Na, den haben wir gut getroffen schon mal. Boah, was geht jetzt hier? Na, so viele Gegner. Das ist mal ein heftiger Angriff. Versucht den Drachen zu schädigen, aber die kleinen Nerven hier, also diese, oh Mann, die Fuhle, die macht mich jetzt hier gerade völlig fertig. So. Okay, dann muss ich doch in die Burg rein. Ich wäre ja jetzt gerne auf so einem Drachen da reingeritten. Das Problem ist, wenn die Ghule immer weiter angreifen, kann ich mich nicht auf Pfeil und Bogen konzentrieren. Oh, da ist er. Wow. Jetzt geht's aber los hier. Und da hätte er mich beinahe schon besiegt. So schnell kann's gehen. Dann setzen wir mal Elbenwut ein. Mal gucken, ob es damit besser funktioniert. Wenigstens verliert er mal was. Ah, hier ist er schon wieder weg. Wieder hinterher. Der sieht gut aus. Versuchen wir mal so weit zu schwächen, dass wir auf ihn aufsetzen können. Und jawohl, der gehört uns. So schnell kann es gehen. Jetzt nehmen wir uns den Nazgul vor. Jawoll, das ist doch mal super. Der hat sogar Fell, ist ja krass. Bisschen dick ist er. Du ist hier nicht durch jeden Gang. Nein. Ist so stark wie die Mauer deiner Festung. Rodeo-Reiter heißt lustig. Naja, so richtig wie Rodeo kam mir das nicht vor. Oh mein Mann. Mach das jetzt mal so hier. Um Eis zu schieben. Was? Der ist schon besiegt? Das gibt's ja wohl nicht. Oh Mann. Der nervt aber. Ich kriege nicht visiert, das ist das Problem. Schlag jeden anderen außer ihn. Das ist doch nicht normal. Mein Gott, was der fällt. Der kämpft mal richtig ätzend. So viel Lebenskram dabei. Oh, das gibt's doch nicht. Also ich darf wohl viermal ausweichen. Ey, guck mal, wie der mir hinterher kommt die ganze Zeit. Das ist ja nicht normal. Ja, jetzt haben wir keine Elfen. So reich ist. Dann verpasse ich immer das Dreieck zu drücken, wenn es sein muss. Er wird jemanden brauchen. Ich brauche Elbenpfeile, ich gehe jetzt mal hier ganz weg. Das macht so gar keinen Sinn gerade. Ey, warum gibt es denn jetzt hier keinen einzigen Pfeil? Das ist doch schon wieder zum Mäusemelken. Jetzt kommen wir noch.
So, jetzt habe ich mal das Dreieck erwischt auch. Boah. Er ist schaffbar, aber er nervt. Dann immer mit den Ghoulen, die der da ruft. So. Jetzt ist auch mein Hauptmann erledigt. Naja gut, bei so einem fiesen Nasspool, was soll man machen? So, ich mache mich mal auf den Weg zu irgendwelchen Pfeilen. Dauert ein Stündchen, aber immerhin. Irgendwo hier müssten die sein. Da sind noch welche, endlich. So. Oh, da ist noch ein guter. Deutsch. Nee, sogar ein Schwert. Schön. So, und jetzt können wir wieder zum Nasco. Jetzt passt es erstmal. Oh, das ist doch nicht normal. Da kommt man noch nicht mal dran an den. Da haben wir ihn. Ey, was ist los? Ich kann ihn nicht. Ey, ich könnte ihn eigentlich beherrschen und kreisrüsten, aber er lässt gar nicht zu, dass ich nur. Ey, guck mal, ich kann ihn gar nicht fassen. Was ist das denn für ein Mist? Ja, endlich. Der war richtig schwer. Was? Yo. Was ist mit deinem? Das war heftig. Was für ein Kampf. Mann, oh Mann. Jetzt kam ich sogar ein bisschen in Spitzen hier. Der hat echt viel Angriffe gehabt, aber es hat geklappt. Die Plage ist erstmal besiegt. Dieser Nazgul ist weg. Sehr schön. Helm Hammerhand, so hieß der. Aha. Das war der König der Mark. Und 9 Ringe werden den Menschen geschenkt, die unerbittlich nach Macht streben. Galadriel. Helm Hammerhand war ein König Rohans, ein grimmiger, mächtiger Mann von großer körperlicher Stärke, der keinerlei Geduld für Torheit übrig hatte. Und den haben wir jetzt gerade bekämpft. Das war jetzt gerade hier unser Gegner. Jo, der war anstrengend, sage ich es mal so. Aber machbar, wir mussten nicht 2-3 Mal starten. Wobei er als Waffe seine bloße Fäuste bevorzugte, okay? Als der mächtige Kriegsherr Sirik um die Hand von Helms Tochter Bevin anhielt, wurde seine Forderung abgeschmettert. Eine Woche später überfiel Sirik Helm und entführte Bernwin. Was für Geschichten hier. Mann, oh Mann. Okay, reicht erstmal. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja kurz Pause drücken. Und wir sind wieder soweit. Wir können uns neue Aufträge suchen. Also, jetzt haben wir hier Eltariel-Aufträge und die Plage gerade abgeschlossen. Jetzt geht's weiter. Eltariel, die ist ja gerade zu Hilfe gekommen, hat Helm Hammerhand bis auf die schneebedeckten Spitzen von Seregos verfolgt. Geh zu ihr und besieg den Nazgul. Das war's also noch nicht. Heieiei, der ist nur abgehauen. Noch nicht besiegt. Wir müssen diesen Nazgul finden. Eltariel hat ihn vielleicht schon gefunden. Na, das bedeutet, den müssen wir nochmal bekämpfen. Oh, der war so nervig. Okay, was soll man machen? Also suchen wir uns den jetzt wieder. Mal gucken, ob wir ihn jetzt besiegen. Dieser Nazgul ist verwundet. Wir sind im Vorteil. Hammerhand war zu Lebzeiten für seine Kraft bekannt. Doch nach seinem Tod scheint er noch stärker zu sein. Eigentlich hätte ich gehofft, dass da ein Ork ist, damit ich da so hinporten kann mit dem Pfeil. Aber war wohl nix. Kein Ork im Weg. Müssen wir also zu Fuß gehen.
Ah, jetzt aber. So, geht doch. Abkürzung. Das hat gut geklappt. Jetzt fangen wir hier noch kurz auf und dann nehmen wir die Quest an. Ein bisschen, wie nennt sich das? Training. Damit wir wieder in den Kampf kommen hier. Jawohl, schmeißen wir den einfach mal weg. So. Jawohl. Boah, der beißt einen anderen Karagor tot. Das war ja jetzt heftig, mal. Was ist denn hier los? So, läuft das. Und damit haben wir hier aufgeräumt. Der noch. Jawohl. Auf geht's zum nächsten Nazgul mit Eltariel. Heißer Zorn. Oh, das hört sich gut an. Wenn ihr übrigens Fragen habt zum Spiel, schreibt sie einfach in die Kommentare, in den Chat, irgendwo hin. Ich lese das meistens mit und antworte dann auch zügig, damit ihr wisst, wie es weitergeht sozusagen. Und Eltariel hat Helm Hammerhand bis auf die schneebedeckten Spitzen von Seregos verfolgt. Geh zu ihr und besiege den Nazgul. Na, das wird ja jetzt bestimmt ein heißer Kampf. Ich habe schon ein bisschen Panik. Der war gerade eben echt nervig. Uiuiui. Dich zu retten wird langsam zur Routine. Auf die Sache mit dem Durchbohren könnte ich allerdings verzichten. Wo ist der Nazgul? Ganz in der Nähe. Kannst du mir folgen? Ich tue mein Bestes. Das war nicht deine erste Begegnung mit Helm, nicht wahr? Ich trat jedem Ringgeist öfter gegenüber, als mir lieb ist. Und du hast sie nie besiegt? Noch nicht. Warum kämpfst du dann weiter? Im Krieg gegen die Dunkelheit ist manchmal schon ein Unentschieden ein Sieg. Diesen Kampf müssen wir aber gewinnen. Klare Ansage. Besiegen den Drachen. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Wenn er gut geschädigt ist, kann man sogar Schatten aufsitzen machen. Na dann, gehen wir mal weiter nach vorne. Wie es aussieht, sollen wir an den gelben Punkt da. Da kommt er wieder. So, Feuersturmangriff war auch nicht schlecht. Ja, der geht down. Und hier sind ganz viele Pfeile, damit wir ihn auch schön abschießen können. Das ist doch schon mal ideal. Boom. Unter Helms Dienern sind die Drachen am gefährlichsten. Indem wir einen von ihnen beherrschen, können wir die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Wie den Ring der Macht? Du lässt mein Misstrauen nicht verblassen, Elbenherr. Jo, aber übernehmen ist ja eigentlich nicht schlecht. Also so Schatten aufsitzen und dann passt das. Besiege wieder zwei Drachen der Nazgul. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, die sind noch zu weit weg. Oh nein, die schon wieder. Wo? Der war schnell da. Tja, zwei Stück ist auch nicht einfach. Kämpfe gegen mich!
dann doch mal kurz Pfeile holen. Da sind ja auch schon welche. Ach, jetzt sind wir weg. Jetzt hau da ab. Ah, da kommt er wieder. Einer ist besiegt. Ein Drache ist Geschichte. Der andere auch. Oder? Was geschieht mit den Nazgul, wenn sie bezwungen sind? Ihr Geist bleibt bestehen. Er kehrt nach Barad-dûr zurück, wo er sie stärkt, bis er wieder physische Form annimmt. Also, bleibt ihnen der Tod verwehrt. Jawohl. So sieht's aus. Die kommen immer wieder, die Nazgul. Kommt sie denn jetzt auch hier hoch, oder was? Drei Drachen haben wir schon besiegt. Ich hätte hier lieber einen zum Reiten, statt die immer zu killen. Wo geht sie hin? Na, beeil dich mal. Jetzt gibt sie Dampf. Haha. Nazgul, wir kommen. Helm, wo bist du? So eine Lauferei dafür, dass wir einen Nazgul weghauen müssen. No. Das ist mal richtiges gutes Training hier. Ja, durch die Winterlandschaft. Schön erfrischend. Mein Meister verlangt, dass du ihm dienst. Doch was deine Engelin angeht, ich werde mir ihren Kopf und ihre Hände als Trophäen nehmen. Jetzt geht das schon wieder los. Beuge dich dem Hexenkönig und werde vom Gejagten zum Jäger. Ach nö, nicht schon wieder die komischen Ghule. Ja. Jetzt haben wir ein Problem. Wie soll ich die wiederbelebt kriegen? Du wirst bluten. Und mit jedem Tropfen wirst du schwächer. Die Frage ist jetzt, soll ich sie wiederbeleben oder nicht, ne? Na. Den krieg ich relativ gut down. Die kommt ja dann zu schnell in Feld, ich kann ihn nicht wieder besiegen. Keine Chance. War er mal nicht da, da war ein Drache da. Zwei Drachen sogar jetzt schon. Ich habe schon zähere Bestien als dich getötet. Stärkere, schnellere. Jetzt kommt er wieder hinterher. Jetzt ist wieder die super mega Nerfattacke von dem. Das Gute ist, wenn man dann genug abgehauen ist, dann zieht er einen zu sich und gibt einem sozusagen die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Theoretisch, wenn jetzt nicht noch viel anderes kommt, ist er eigentlich gut besiegbar. Oh, 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 oh. Das war doch ein bisschen viel Damage jetzt gerade.
er und der Drache sind dann doch ein Nummer zu viel. Was für ein Kampf, ey. Epische Drachenkämpfe hier, jawohl. Mann. Hört ja gar nicht mehr auf hier mit den ganzen Ads. Du bist die Beute, mein Tier, nichts weiter. Oh, da ist er wieder. Das gibt's nicht. Weicht dem aus und der Drache schießt genau dahin, wo ich hinfliege. Jetzt reicht's. Versuchen wir mal Elbenblut. Wo ist er denn? Ja, hat funktioniert. Du kannst dich vor dem Jäger nicht. Oh nein. Das ist aber haarscharf. Wie soll man den denn schaffen normalerweise? Ist das heftig. Da. Und der nächste Drachenangriff. Jawohl, sie lebt wieder. Boah, jetzt habe ich das Dreieck erwischt. Doch, ich hab's erwischt. Meine Qualen enden. Deine fangen gerade erst an. Du hättest mir die Hand deiner Tochter nicht verwehren sollen. Für die Rettung eurer Tochter. So läuft das also mit der Übernahme von Sauron. Nein, bitte nicht. Wenn du mich tötest, gibt es Krieg. So sei es! Das ist ganz schön schief gelaufen jetzt. Mein Herr! Der hatte sich nicht mehr unter Kontrolle. Wie konntest du nur? Du warst dabei, als Sauron diesen Königen die Ringe gab, die sie verdarben. Diese Ringe sollten Ordnung schaffen. Sauron täuschte mich, er täuschte uns alle. Und doch, trotz alledem, hast du einen neuen Ring erschaffen. Wir schufen den Ring. Warum sonst nahmst du meinen Hammer?
Es sind nicht noble Menschen, die wir knechten, nur wilde Orks. Und es ist diese Armee, die Sauron für immer Einhalt gebieten wird. Um jeden Preis. Ein Drache wäre hilfreich gewesen. Jo, jetzt wissen wir Bescheid. Haben wir das auch schon wieder geschafft? Und heißer Zorn ist abgeschlossen. Wieder ein Fähigkeitspunkt. Unterworfen. Eine neue Trophäe. Damit haben wir wohl einen großen Schritt gemacht. Jo. Stufe 39. Sehr cool. Eine Dienerrüstung. Hört sich sehr langweilig an. Jo. Die kann man eigentlich vergessen. Habe ich die gerade bekommen? Was für ein Quatsch. Okay. Jo, die ist auch nicht gut. Im Moment haben wir nichts Gutes groß an Rüstungen. Das ist die beste. So, packen wir die mal weg. So. Und da können wir mal gucken, was wir sonst noch gelootet haben heute. Auch nichts Besonderes. Helms Hammer haben wir jetzt. Aha. Jetzt hat sich die Waffe verändert. Na toll. Nee, dann nehmen wir aber lieber hier die stärkere. Und dann haben wir hier noch einen. Jo. Den legendären zu einem Waldelfer-Dolch. Nö. Das machen wir jetzt nicht. Schwert des hellen Herrschers behalten wir an. Der Rest ist nicht so prickelnd, sag ich mal. Okay. Dann können wir den sogar wegverkaufen. So. Boah, ich habe 33.000. Das ist viel Geld. Da muss ich ja mal echt überlegen, was ich damit alles mache. So, und dann noch den Ring. Da ist auch irgendwas Neues. Okay, auch wieder nur was Weißes. Kann man auch zerstören. Sehr gut. Okay. Fähigkeit freischalten. Einen Fähigkeitspunkt haben wir. Level 39 sind wir. Und was haben wir denn da hinten schönes Gelbes? Da steht jetzt irgendwas noch von schließe Brutsaufträge ab. Da müssen wir mal gucken, dass wir den noch finden, den Brutsauftrag. Und jetzt werde ich mal tödlicher Geist verbessern. Ich wollte immer zwei Verbesserungen kaufen, von daher, hier bleibt dann nur dein Geist terrorisiert sein Ziel. So. Und jetzt haben wir halt auf jeden Fall hier schon mal die verschiedenen zweiten Eigenschaften. Und das gleiche fangen wir jetzt hier bei Fernkampf an. Und dann geht das immer weiter. Also umso mehr Fähigkeitspunkte ich kriege, umso mehr werde ich diese Zweiteigenschaften jetzt machen. Und in den Aufträgen gucken wir auch mal weiter. Da ist noch immer was für Eltariel offen. Nämlich jetzt Grabwandler. Eltariel hat die Nazgul bis zu dieser verwunschenen Ruine verfolgt. Finde heraus, was sie vorhaben und halte sie auf. Oder Karnan oder schlimmer als der Tod. Brutz ist auch in Gorgoroth. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zu Brutz. Und dann machen wir mit Eltariel weiter. Wir wechseln jetzt also mal das Gebiet. Wenn wir hier mal gucken, ob noch hier was im Gebiet los ist. Wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Statuiere ein Exempel an Bruce. Zeig ganz Mordor, was mit unseren Herausforderern passiert. So, wenn ich jetzt hier mal rauskrolle, seht ihr, hier ist eigentlich nur noch diese Celebrimbor-Kampfaufträge. Die sind so 40. Von daher, da leveln wir einfach noch ein, zwei Mal, bevor wir da hingehen. Und jetzt geht's nach Gorgoroth. Da warten jetzt zwei Aufträge auf uns. Und los geht's. Einmal für Brutz und einmal für Eltariel.